Der Heini Spörl hat etwas aufgefasst, und ich möchte mal meinen, er hat vielleicht wirklich einen dieser Bände gelesen, in dem es nicht darum geht, dass sich beklagt darüber wird, wie in Straßenbahnen die Herren sich benehmen. Und so heißt diese ganz kurze Geschichte, die jetzt ausnahmsweise nicht aus einem Benimmratgeber stammt, aber sozusagen praktische Anwendung oder dichterische Verarbeitung ist, Straßenbahn von Heini Spörl. Und aus genau dieser Zeit, in der wir gerade sind. Es war quetschevoll. Sogar die Herren mussten in der Straßenbahn stehen. Ich auch. Und ich hätte so schrecklich gern gesessen. Nicht, weil ich müde war. Das bin ich immer, wenn andere sitzen. Nein, sondern weil vor mir ein wonniges Wesen saß. Eines jener Geschöpfe, die man malen, bildhauen, bedichten und besingen, ach, am liebsten aber ganz kunstlos in die Arme nehmen möchte. Hätte sie gestanden und ich gesessen, dann hätte ich das unermessliche Glück, ihr meinen Sitzplatz anzubieten. Ich würde mich langsam erheben, eine leichte, andächtige Verbeugung machen und artig meinen frühlingsgrauen Hut lüften. Darf ich mir gestatten, mein Fräulein, würde ich mit leicht vibrierendem Bariton zu ihr sagen, dann würde sie mir huldvoll zulächeln, mir einen warmen Blick ihrer blanken Augen gönnen, und dann hätte ich die Freude, dass sie sich eben dorthin setzt, wo ich vor wenigen Sekunden noch gesessen habe. Nun war das nichts. Sie saß bereits, nicht durch mich, sondern sowieso. Ich stand davor wie ein dummer Junge und konnte ihr nichts Gutes tun. Aber dann kam das wirklich Fürchterliche. Denn ich fühlte plötzlich, wie sie an mir heraufblickt, mich abtaxiert, einen Augenblick zögert. Dann steht sie leichtfüßig auf und sagt zu mir, darf ich Ihnen meinen Platz abnehmen? Ja, genau. Ich weiß nicht mehr, was ich getan habe. Nur eins. Von diesem Augenblick an weiß ich, dass ich alt bin. Man merkt es nicht, fühlt es nicht. Das geht ja auch ganz langsam, jedes Jahr nur ein Jahr. Und die anderen sagen einem nichts davon. Bis so ein dummes, kleines Mädel einem über den Weg läuft und es einem beibringt. Roh und höflich. Nun habe ich meinen blauen Brief. Aus der Armee der aktiven Kavaliere bin ich verabschiedet und eingereiht in den Landsturm der alten Herren. Um es ehrlich zu sagen, dieses war der traurigste Tag meines Lebens. Immerhin, ich habe mich inzwischen ein wenig getröstet. Die meisten Menschen sind höflicher. Und mit Hilfe ihrer Höflichkeit bleibe ich noch eine Zeit lang jung. Und außerdem habe ich jetzt einen Freibrief in der Straßenbahn sitzen zu bleiben. Ich brauche nicht mehr aufzustehen. Vor keinen. Ich klebe auf meinem Sitz. Und wenn der Wagen voller Engel wäre, ich brauche nicht mehr. Und ich tue es auch nicht mehr. Oder höchstens, ja, aber dann müsste die schon sehr hübsch sein. Oder sehr alt.